willkommen in meiner bescheidenen Bude. Ja. Egal, was du dir als nächstes vornimmst, denk an den alten Berg. Alles klar. Ja, im letzten Part hatten wir riesen Ärger mit der Polizei. Und jetzt gehen wir nochmal einmal gegen den Schwarzbrennerring vor. Denn in 137 Meter befindet sich der nächste Laden. Tja. Wollen wir da mal rein und ein bisschen Schaden anstellen. Wie geht's denn, Sonne? Oh, was ist mit dem los? Nicht gehört? Der Blödarsch hat sich bei Barbieri total verschuldet. Wurde zuletzt gesehen, als er bei Robert Dorein ist. Wirklich? Sollte man meinen, aber wenn es so wäre, würden wir jetzt nicht hier reden. Gut. Nanu. Gut, weg von hier. Alter Schwede. Heilige Scheiße! Das wollte ich auch sagen. Jetzt hast du uns stinkwütend gemacht. Überraschung, Schweinebacke. Oh nein. Die Cops. Egal, reden wir mit Nicky Burke. Rein in diesen Smart. So, und weg von hier. Und weg hier. Der ist gut in unserem Territorium. Was mich da drinnen erwartet? Er ist so ein Sumpfheini, völlig ballerballer. Was glaubst du, wie der reagiert? Trotzdem könnte es sich lohnen, ihn in der Nähe zu behalten. Keiner kennt das Bayou so gut wie er. Ich schulde dir was, Nicky. Das kannst du laut sagen. So. Dann wollen wir mal zu dem guten Herrn. Polizeiwagen gehört uns.
Komm weg da. Meine Güte. Wieso können wir da denn nicht hupen, verdammt? Also wieso können wir nicht die Sirene einschalten, wenn wir H drücken und hupen? Was ist los? Ist der Wagen abgesoffen oder was? Gibt's ja nicht. Die Frau liegt auf dem Boden und schläft. Niemand interessiert's. Naja, mich am allerwenigsten. Gut, Karl Bevers. Bevers oder pervers? Bevers hört sich irgendwie so französisch an. Ah, das kennen wir doch. So, jetzt muss ich bloß mal kurz nach hinten schauen. Hinter mir. Denn hinter mir liegt Klopapier. Falsch. So, jetzt. Gut, also nochmal Kopfhörer rein und dann rein ins Lagerhaus. Pfeifen. Hallo. Da darfst du hinliegen. Ducken. Okay, wir gehen hinten rein. Das von Neger. Vorhin hat er noch geschlafen. Naja, wir gehen hier auf jeden Fall rein. Gut. Na komm. So ist gut. So, der nächste. Einer unserer Jungs ist tot. Offenbar hat's niemand gehört. Ja, woher weiß er, dass er so tot ist? Was ist denn das? Was ist das für ein Grafik-Fail? Fail der Woche. Komm, Junge. Okay, können wir leider nicht mitnehmen. Da haben wir Pech gehabt. So, die sind alle über uns. Zu dir rennen. Ist ja nochmal einmal. Was ist mit dir? Überraschung. Jetzt würde man nach einem Geist suchen. Ja, das glaube ich auch.
Aber ich weiß, dass ich kein Geist bin. Oh. Sehr gut. Leg dich hin. Achtung. Pass auf! Irgendwer tritt da irgendwem in den Arsch. Wäre interessant zu wissen, wer wem. Gut. Da erkennt uns keiner. Überraschung. Leg dich hin. Gönn dir eine Auszeit. Tut dir gut. Okay, die sind alle unterhalb. Ich brauche die Jungs! Da drüben! Erschieß den Arsch endlich! Das würde ich euch nicht raten. Zu spät, um abzuhauen, Junge. Meinst du? Da oben habe ich jemanden gesehen. Gut, sie sind wohl in Kampflaune. Wir haben einen Gast. Und der Gast freut sich hier zu sein. Und teilt eine Runde aus. Oh. Ich treibe ihn raus. Zack. Hab was gefunden. Der wird mich machen. Er hat noch einen von uns gekillt. Ja, das habe ich. Tja.
Oder? Nee. Wir werben ihn an. Oh Gott, verdammt! Okay, okay. Bin dabei. Irish wird sich melden. Oh. Jawohl. Schwarzbrennergeschäft erworben. Gut, Borg zuweisen. Ach, das Geld. Die Destille ist leergeräumt. Geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Schnappt ihn das Schlachthaus weg und diese Ratte Barbieri wird reagieren müssen. Sehr gut. Thomas Burke kam als Kind in die Staaten, als sein Vater aus Irland floh, wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Burke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Sal Marcano auf. Burke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden. Tja. Das ist dann wohl schlecht. Und zwar sehr schlecht. Polizeidienstleiterin. Oha. Was sagt denn die Polizeidienstleiterin? Ich bin schon ganz gespannt. Burkes Verbündete Fiona Davison hat die Polizei für kurze Zeit aus bestimmten Gegenden abziehen. Blaue Zonen werden entfernt und Verbrecher ignoriert, um sie in der Einsatzzentrale anzurufen, wähle sie im Auswahlrat aus. Cool. Das ist ein cooles Feature, ein cooles Gimmick. Und zwar ein sehr cooles Gimmick. Das finde ich geil. So. Müssen wir jetzt ein Ziel auswählen oder ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Gut, gehen wir mal dahin. Ist ja eh gleich da. Nee, da wollen wir nicht rein, um Gottes Willen. Das wäre nicht gut für uns. Das wäre nicht gut. So, jetzt muss ich hier noch ganz kurz was gucken. Okay, das sollte erstmal genügen. Hier müssen wir jemanden töten. Schauen wir mal, wen wir da töten müssen. Gut, ich würde sagen, wir holen uns erstmal Waffen. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Das freut mich. Da ist er. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Nehmen wir mit. Jawohl. Gut. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Danke, mach ich. Das mache ich. Die Zeit für Verhandlungen ist längst vorbei, Blödmann. Du hattest deine Chance, diese Scheiße in Ordnung zu bringen und hast sie nicht genutzt.
Was jetzt passiert, liegt auf deine Kappe. Hör auf, bitte. Deinesgleichen hat dir nichts verloren. Kann ich was für dich tun? Schätze, du hast doch was im Hirn. Muss da rüber gelaufen sein. Schluss mit dem Gezappel. Scheiße. Vielleicht da drüben? Vielleicht, aber nur vielleicht. Komm. Du darfst eine kleine Rutschpartie machen. Darunter. Wir werden einen Krankenwagen brauchen. Nein. Brauchen wir nicht. Schluss mit dem Gezappel. Ach so. Das kennen wir doch noch hier. Gut. Da hätten wir das mal aufgeräumt. Danke für deine Waffe. So, jetzt machen wir mal wieder einen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.